meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin eure Claudi von Solart und es ist mal wieder Zeit, die Erde zu verlassen und uns unseren ganz eigenen Planeten zu schaffen. Starten wir rein! Meine Lieben, wir arbeiten heute auf einer 40x50 quadratischen Leinwand und ihr wisst, was es bedeutet, wenn ich meine Kuchenformen auspacke. Ich möchte heute nochmal einen Planeten mit euch zaubern, in einem ganz anderen Stil, als mein erster Planet war. Und jetzt legen wir direkt los. Ich habe uns wunderschöne Farben vorbereitet. Einmal Ultramarinblau. Dann habe ich hier ein Gelb, das ist gemixt aus Goldocker und Sonnengelb, dass es ein bisschen dunkler wird und ein bisschen wärmer. Hier habe ich einen Mix aus Olivgrün und Hellgrün. Dann haben wir hier ein wunderschönes Pink. Ein Violett und ein Petrol. Und damit werden wir nun unseren ganz eigenen Planeten schaffen. Also, ich lege mir jetzt erstmal meine Form ganz grob auf, um zu sehen, wie viel Farbe wir brauchen. Ihr könnt sehen, meine Leinwand habe ich heute grundiert. Es ist aber nicht zwingend nötig, dass ihr das im Vorfeld auch macht. Okay, ich dachte mir, ich möchte die Farben heute nicht so sehr schichten wie beim ersten Mal, sondern eher linear auftragen. Ich beginne mit meinem Aqua Blue. Wir werden bestimmt noch mehr Farbe brauchen, aber ich trage erstmal ein bisschen weniger auf. Als nächstes unser Gelb. Ja, das ist eine schöne Farbe, das dachte ich mir. Ich liebe Goldocker und Sonnengelb auch als einzelne Farben, aber so gemischt gefällt es mir am besten. Als nächstes unser Grün. Soll ja auch ein bisschen Wald und Gras geben auf meinem Planeten. Ja. Ein bisschen Pink darf nicht fehlen, ich habe gelernt, wir haben keine Angst vor Pink. Ein bisschen Violett. Von unserem Violett möchte ich nicht zu viel nehmen. Ich möchte das nur als kleinen Kontrast und vielleicht für ein paar Schatten. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist Petrol. Petrol ist auch eine ganz spannende Farbe. Ich muss hier einmal kurz mit meinem Brenner drüber gehen. Ich habe in der violetten Farbe ganz viele Luftbläschen, die will ich nicht. Ja, okay. Gut. Nun können wir uns ein bisschen austoben. Ihr könnt sehen, es wird sehr farbenfroh. Ich nehme mir noch ein bisschen von meinem schönen Gelb. Von unserem Grün. Ihr könnt sehen, ich schichte die Farben schon übereinander, aber ich versuche trotzdem in einer Reihe zu bleiben. Wir werden nämlich später unseren Planeten noch auswalpen. Ein ganz kleines bisschen Rosa möchte ich noch. Und Weiß spare ich mir heute komplett aus, weil die Farbe, mit der wir swipen werden, ist Titanium Weiß. Ich denke, das reicht uns erstmal an Farbe. Ich bringe mal ganz kurz meine Becher in Sicherheit. Okay, unseren Planeten möchte ich jetzt ein bisschen ausdehnen. Übrig gebliebene Farbe werden wir abtragen, aber ich glaube, so viel zu viel ist es gar nicht. Meine Farben sind heute im Verhältnis 1 zu 1 zu 1 gemischt. Das bedeutet für euch, ich habe ein Teil Acrylfarbe, arbeite wie in meinen meisten Videos mit den Amsterdam-Farben.
ein Teil Floetrol und ein Teil Wasser. Okay, soweit, so gut. Nun werde ich meine Kuchenform darüber stülpen. Ich hoffe, ich treffe die Mitte. Ihr wisst das, es ist nicht meine Stärke. Ich würde sagen, ungefähr so. Ja. Okay, die übrig gebliebene Farbe hier an unseren Rändern werde ich ein bisschen abtragen. Ich möchte, dass mein Planet heute leuchten wird auf einem schönen dunklen Hintergrund. Vielleicht werden wir noch ein paar Schatten einarbeiten, das sehe ich mir dann gleich an. Ich nehme mir hierfür ein Palettenmesser, streiche erstmal die Farbe, die wir nicht mehr brauchen, ein bisschen an die Ränder. So, nun nehme ich mir ein bisschen Küchenpapier und mache das Ganze hier noch ein bisschen sauber. Selbstverständlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ein paar Farbreste auf eurem Hintergrund erhalten bleiben. Wir püren da sowieso gleich drüber. Dennoch möchte ich nicht, dass sich die Farben zu sehr miteinander vermischen. Also gehe ich hier einfach einmal grob mit meinem Küchenpapier drüber. Das ist auch ganz schnell erledigt. Soweit, so gut, meine Lieben. Nun gilt es, unseren Hintergrund zu schaffen. Ich werde heute hauptsächlich mit dunklen Farben arbeiten. Ich habe ein Zeroxid-Schwarz von Amsterdam vorbereitet, auch im gleichen Mischverhältnis wie meine Puring-Farben. Den werden wir jetzt erst einmal großzügig hier rund um unseren Planeten auftragen. Ich versuche mehr Farbe in der Mitte aufzutragen als an den Rändern. Wir werden unsere Farbe sowieso mit dem Föhn verblasen und dann geht uns nicht ganz so viel verloren. Okay, mein Hintergrund soll dunkel werden, allerdings möchte ich ihn nicht rein schwarz halten. Ich werde hier in unsere schwarze Farbe noch ein paar Blautöne einarbeiten. Ich nehme mir hier mein Ultramarinblau, was ich hier im Planeten auch schon verwendet habe. Ganz wenig, für ein paar Schatten. Schwarz wird sowieso die Hauptfarbe sein unseres Hintergrundes, das ist ganz klar, das soll auch so sein. Aber mit so ein paar Farbakzenten könnt ihr wirklich ein bisschen mehr Dimension in eurem Bild schaffen. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist unser Violett. Auch das ist die gleiche Farbe, wie ich für unseren Planeten verwendet habe. Und als kleinen Akzent nehme ich noch ein bisschen Himmelblau. So, das sieht jetzt erstmal gar nicht mehr so dunkel aus, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Die schwarze Farbe wird dennoch sehr dominant sein. Okay. Jetzt ist es an der Zeit, uns unseren Föhn zu schnappen. Ich habe meinen hier und ich beginne nun, die Farbe nach außen zu blasen.
Okay, meine Lieben, hier könnt ihr ganz gut erkennen, wovon ich spreche. Ich werde noch ein bisschen Himmelblau auftragen, weil mir das so gut gefällt. Ja, das gefällt mir schon echt gut. Ein bisschen mehr von unserem Ultramarinblau noch. Das Schöne ist, meine Lieben, ihr könnt hier immer wieder Farbe nachtragen, auch schwarze Farbe. Und das so lange, bis der Hintergrund euch wirklich gefällt. Okay. Ja, und genau das ist es, was ich sehen wollte. Ihr könnt nun gut erkennen, dadurch, dass wir ein paar Blautöne aufgetragen haben, macht es das Ganze ein bisschen dimensionaler. Es ist nicht so langweilig, als wäre es nur schwarz, und langweilig wollen wir heute nicht. Okay, Leute, sollen wir unseren Tortenring entfernen? Ich glaube, es wäre an der Zeit. Ich drehe ihn ein kleines bisschen und mache es kurz und schmerzlos. Ja. So weit, so gut. Einmal mit dem Brenner drüber. Jawohl. Meinen Tortenring lege ich beiseite, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Also ihr könnt schon gut erkennen, ich konnte mir die runde Form schön erhalten. Das ist auch gut so, denn jetzt möchte ich noch ein bisschen reinswipen und alles, was hier übersteht, werden wir später im Touch-Up einfach noch korrigieren. Zum Swipe, meine Lieben, habe ich hier Amsterdam Titanium Weiß mit Wasser. Ich werde nun mit meinem Spatel leicht in die Farbe gehen. Lass das Ganze auch gut abtropfen und möchte nun in meine Farbe swipen. Und guck mal, was hier schon passiert. Das ist wirklich toll. Wichtig ist, nach jedem Swipe das Palettenmesser wieder sauber zu machen. Und von vorne. Ich tunke mein Palettenwasser in die Titanium-weiße Farbe
und gleite einmal vorsichtig über meine Farben. Und ihr könnt sofort sehen, wie die Zellen aufgehen. Ich finde, das macht so einen schönen Effekt. Das ist natürlich ein Step, meine Lieben, den müsst ihr nicht machen, den könnt ihr überspringen. Aber ich wollte es heute ein bisschen spaciger halten. So. Wegen dieser überschüssigen Farben braucht ihr euch überhaupt nicht sorgen. Ich zeige euch ein Touch-up, wie ihr das ganz, ganz leicht beseitigt. Beim Swipe finde ich das so spannend. Ihr könnt genau sehen, das Amsterdam Titanium Weiß legt sich über die einzelnen Schichten, die wir gerade vorhin aufgetragen haben. Ich mache das jetzt schon so lange, meine Lieben, und ihr wisst, ich liebe jegliche Art von Acryl-Puring-Techniken, aber Swipe ist einfach was ganz Besonderes. Keine andere Technik ist so magisch wie diese. Ihr könnt gut erkennen dadurch, dass mein Amsterdam Titanium Weiß nur mit Wasser gemischt ist, ist es sehr, sehr flüssig. Das heißt, ich muss dementsprechend schnell arbeiten. Aber wie vorhin schon gesagt, im Touch-Up können wir das alles, was hier unseren Farbe ein bisschen rausläuft, noch retten. So cool. Ich gehe nur einmal drüber und schaue dich mal diese schönen Zellen an. Soweit so gut. Was jetzt natürlich nicht fehlen darf, sind ein paar Sterne in unserer Galaxie. Ich nehme dazu einfach meine Swipe-Farbe, einen Pinsel, klopfe den ab. Gehe nur mit der flachen Hand über das Bild und klopfe meinen Pinsel vorsichtig ab. Ihr seht, ich brauche gar nicht viel Farbe. Ich mache ein paar größere und ein paar kleinere Sterne. Wie immer, meine Lieben, ist das natürlich ein Step, der ist optional, wie es euch beliebt. Könnt ihr Sterne machen oder auch nicht. Ich werde das ganze Schätzchen jetzt austrocknen lassen und wir sehen uns in wenigen Augenblicken zum Touch-Up wieder. Und da bin ich schon wieder. Danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Einige Tage sind vergangen. Ich habe unser Bild jetzt gut 10 Tage austrocknen lassen und schaut euch mal diesen Schlamassel an. Ich glaube, meine Swipe-Farbe war zu dünn und deswegen ist es mir sehr auseinandergelaufen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil heute möchte ich dir zeigen, wie du aus diesem Desaster einen wunderschönen Planeten machst. Kommen wir zum Touch-Up. Also, meine altbewährte Küchenform stülpe ich darüber. Ich suche mir erst einmal ungefähr die Mitte. Ja. Und nun werde ich die überstehende, verlaufene Farbe erst einmal ausmalen. Ich habe mir hier eine Farbpalette mit Prussian Blue, Oxid Schwarz und Titanium Weiß vorbereitet. Ich nehme einen groben Pinsel, tunke in mein Schwarz und gehe erst einmal großzügig um unsere Tortenform. Wegen dem Deckvermögen braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Oxid Schwarz überdeckt so gut wie alles. Ich möchte diesen schönen Weltall-Hintergrund, den wir geschaffen haben, allerdings nicht ganz aufgeben. Das zeige ich euch dann im Anschluss, wie wir uns den wieder zurückholen, weil es würde jetzt blöd aussehen, würden wir die Kuchenform abheben und einmal rund um die Kuchenform einen dunklen Kreis haben. Das
werden wir natürlich noch ein bisschen besser kaschieren. Meine Acrylfarbe für die Touch-Ups sind nicht flüssig, das heißt, ich benutze sie pur. Dementsprechend brauchen sie auch überhaupt nicht lange zum Trocknen und ich kann sofort darauf weiterarbeiten. Selbstverständlich könnte man das auch mit flüssigen Acrylfarben oder mit verdünnten Acrylfarben machen, das heißt, wenn ihr irgendwo Leftovers habt, kippt die in keinem Fall weg, die kann man immer wieder sehr gut für so etwas verwenden. Ich hatte heute ausnahmsweise mal keine Leftovers und deswegen habe ich mich für pure Acrylfarbe entschieden. So, wir brauchen noch überhaupt nicht viel Farbe. Wichtig ist mir nur, dass wir die bunte Farbe gut überdeckt bekommen. So. Ich verwende den gleichen Pinsel und tunke in mein Prussian Blue und möchte hier noch ein paar Akzente setzen. Ich möchte den Hintergrund nicht rein schwarz halten. Auch das gibt eurem Bild wieder ein bisschen die Tiefe zurück. Wir schaffen uns ein paar Schatten. Ihr könnt schon sehen, das Prussian Blue ist wirklich sehr dunkel, aber wer meine Videos schon länger schaut, der weiß, ich liebe diese Farbe. Ich verwische sie ein bisschen mit Schwarz. Wenn unser Kreis in wenigen Augenblicken aufgetrocknet ist, werdet ihr sehen, man wird keinen großen Unterschied mehr sehen zum vorgepürten Hintergrund. Und das ist es, was wir wollen. Den Step mit dem Prussian Blue könnt ihr selbstverständlich überspringen, wenn euer Geschmack eher dahin geht, dass ihr sagt, ich möchte einen bunten Planet auf einem wirklich schwarzen Hintergrund. Sieht auch toll aus. So, ich bin mit dem Abdecken soweit zufrieden. Diese schönen Shades, die wir hier haben in Hell- und Dunkelblau und Perlweiß, werde ich jetzt auch versuchen, auch hier in der Mitte ein bisschen zurückzuholen. Ich nehme mir ein bisschen flüssige, vorgemischte Acrylfarbe und ziehe ganz leichte Linien rund um unseren ausgemalten Rand. Ihr könnt sehen, das muss nicht viel sein. Des Weiteren gehe ich noch einmal mit Schwarz darüber. Ja. Soweit, so gut. Ich schnappe mir meinen Strohhalm, werde diese kleinen Details jetzt noch ein bisschen ausblasen. Ja, sehr gut. Ein bisschen Oxidschwarz möchte ich noch an dieser Stelle. Ich versuche, dass es mir nicht zu hell wird. Ich möchte wirklich nur, wie ihr hier oben gut erkennen könnt, ein paar leichte Schatten kreieren. Ja.
Sehr gut, und das reicht mir auch schon. Ich habe mir überlegt, ich möchte unseren Planeten ein bisschen zum Leuchten bringen. Ich schnappe mir dafür einen abgeschrägten Pinsel, tunke den in mein Titaniumweiß. Auch mein Titaniumweiß ist nicht verdünnt und möchte nun versuchen, auf einer Seite einige Strahlen zu schaffen. Ja. Ich fahre dafür nur im Halbkreis mit meiner weißen Farbe von oben nach unten am Rand meiner Kuchenform. Ich versuche sozusagen das Titaniumweiß ein bisschen zu verwischen mit meinem Pinsel. Deswegen, wenn ihr das nachmachen wollt, ist wirklich wichtig, dass ihr einen abgeschrägten Pinsel benutzt. Soweit, so gut, meine Lieben. Nun ist es an der Zeit, unsere übermalten Sterne wieder zurückzuholen. Dafür decke ich meine Kuchenform einmal ab, schnappe mir mein Pearlweiß und einen großen Pinsel. Tunke den Pinsel in die Farbe und versuche es erst einmal auf meiner Hand abzutropfen. Ja, wir wollen nicht zu viel. Ich kann euch hierbei immer empfehlen, lieber ein bisschen weniger Farbe zu nehmen und einfach noch einmal darüber zu gehen, die Farbe wirklich gut auf eurer Handfläche abzuklopfen, bevor ihr über euer Bild geht. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr irgendwo große weiße Farbtupfer habt, die ihr dort einfach nicht haben möchtet. Und deswegen einfach mit ein bisschen Vorsicht rangehen. Ich möchte schon viele Sterne haben. Eure Sterne könnt ihr gestalten, wie es euch gefällt. Ich in meinem Fall mache es immer so, ich mache ein paar größere Tropfen und ein paar kleinere. So ist das Weltall in meiner Fantasie. Aber wie gesagt, das ist ganz euch überlassen. Ihr könnt die Sterne auch ganz weglassen. Sieht auch ganz toll aus, wenn ein bunter leuchtender Planet auf dunklem Hintergrund hervorkommt. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, ihr Lieben, nun ist es an der Zeit, unsere Kuchenform zu entfernen. Wünscht mir Glück. Ja. Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit der Detailarbeit. Jetzt hole ich euch ein Stück näher ran für die Details. Die von uns heute nachgetragene Farbe in diesem Bereich und auch in diesem Bereich, die wird noch nachtrocknen, dass alles schön ebenmäßig ist. Heute ist es mal ein ganz anderer Planet geworden in der Swipe-Technik. Ich finde es aber super interessant und auch hier die weißen Schatten, die wir kreiert haben, gefällt mir wirklich gut. Also meine Lieben, ich meine, guckt euch das mal an. Wir haben doch gemeinsam die Erde verlassen. Ich finde auch den hellen Ring, den wir geschaffen haben, echt cool. Und es ist mal ein ganz anderer Planet in der Swipe-Technik. Und nun, ihr Lieben, seid ihr dran? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr die Planetentechnik überhaupt toll findet und ob euch das interessiert. Wenn dem so ist, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr künftig nichts mehr verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Und dann bedanke ich mich wie immer ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal, ihr Lieben. Macht's gut!